Jo Leute, herzlich willkommen mal wieder zurück zu Let's Play Alan Wake, zu Alan Wake. Wieder mit dem Dat Wolf LP. Moin. Ja. Wieder Monat, 5 Wochen. Keine Ahnung, wie Das, ja. lange wir gebraucht haben, wieder was aufzunehmen. Das dauert dann immer ein bisschen. Ne? Wir kriegen erstmal das Fass hier runter und fallen hier fast der. Oh. Ja, jetzt ist es tot. Und jetzt können wir unsere Mission endlich fortsetzen. Weil ansonsten hätte das Fass uns getötet. Ist ja logisch. Warum muss ich an Barrel denken? Lauf mir weiter. An wen musst du denken? Barrel. Barrel? Vergessen wir es einfach. ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen, weil ich. Moment. Okay, hier. Okay, hier. Okay, Rennen weiß ich noch alles. Er stirbt sowieso gleich, Leute. Fürchte es schon fast. Boah, schau mal, wie cool er springt schon mal. So cool kannst du nicht springen, oder? Das kann halt nur Alan Wake. Klar, ich kann viel höher springen. Oh, schau mal, er springt wie bei GTA. Es springt fast jeder wie in GTA. Alan Wake hat auch, glaube ich, auch einen Rekord erreicht. Ja, das glaube ich, 2 Millionen verkaufte Kopien hingekriegt. Ja, das ist doch schön, also ich weiß warum. Das Spiel ist ja toll. Ups. 2 Millionen, ich glaube, das. Ich glaube, mehr Ja, in 2 Millionen verkaufte Version, glaube ich. Battlefield oder so hat, glaube ich, viel mehr. Nicht mal. Sag mal, habe ich. Ich frage mich gerade, habe ich keine Waffen und keine Taschenlampe? Nee, ich glaube, du bist. Also, wenn ich jetzt eher auf Taschenlampe drücke, dann kommt Ja, dieses doch. Bist du Knipsgeräusch. nicht. Bist du im letzten Video nicht vor der Polizei abgehauen? Ja. Ja, Okay, da hast du ja nichts gehabt. Oh, also wenn ich jetzt jetzt hier so. drücke, dann kommt dieses Knipsgeräusch. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt gerade ein Spielfehler ist oder. Oh. So, okay, das sind keine mehr. Hier, ach, hier, kleine Taschenlampe aufnehmen. Komisch, dass hier eine rumliegt. Überall Die ist an. sogar noch an und zieht keine Batterien. Ja. Okay. So, wo müssen wir überhaupt lang? Ach, jetzt müssen wir dieses Tor hier zerstören. Ich glaube, Steam will mich richtig verarschen. Moment, ich habe keine Waffe. Das wäre nett. Kann ich die so zerstören? Zerstör den Zaun mit Licht. Hallo, ist doch logisch. Mach ich auch immer. Wenn er mir gerade im Weg steht. Hier noch kurz, ob es irgendwie was gibt. Thermosflasche oder sowas Unnötiges halt. Okay, hier ist nix. Dann können wir weitergehen. Ach, und plötzlich Ich liegen brauchte hier. einen Moment, um die Ländergrenzen zu erkennen. Sie kamen mir sehr gelegen. Plötzlich habe ich Was? hier Blendgranaten. Naja. Moment, ich stelle hier gerade mal den Ton lauter von den Stimmen. Ich höre eh nichts, also mir ist es eigentlich scheißegal, wie laut du stellst. wie viele Blendgranaten? Okay, hier ist nichts mehr. RB. Los, Leute. Ja, soll ich es abnehmen, Digga? Ich dachte vielleicht warten, dass ich es abnehme. Geht nur nicht. Okay, es wird gespeichert. Das heißt, jetzt kommen hier ganz viele Gegner. Ja, ich habe ja keine Waffe. Also, Blendgranate zerstört wahrscheinlich die Finsternis, aber eine Waffe habe ich trotzdem nicht. Ich möchte so ein bisschen hier mich umgucken, um sicher zu gehen, dass ich hier nichts verpasse. Oh, ich höre es schon. Ach, da sind sie ja. Hallo. Na, Kumpel. Okay, hier. Ach, tötet das die? Ach, das tötet die, okay. Ich dachte, das zerstört nur die Finsternis. So, das war's noch nicht. Na, wo seid ihr? Ich glaube, immer mal weiter. Werden schon kommen.
Na. Oh Gott, Alan Wake ist schon wieder total am Ende, er kann nicht mehr rennen. Meine Güte, streng dich mal an hier. Der ist aber auch echt immer ziemlich schnell schlapp. So, da ist er. Ich schick dich mal in so ein Ding durch den Wald und dich verfolgen auch so komische Männer. Aber wir mal wissen, wann da du aus der Puste bist. Blendgranate. Kannst du Blendgranaten einschalten? Ich denk mal, ich schätze dich mal so ein, du bist schon. Ich krieg meine Flasche nicht mal auf. Nach einer Minute schon. K.O. Ja, okay. Oh, Batterien nehmen. Ich wohne da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? Batterien. Ich verstehe es einfach nicht. Die Logik vom Spiel ist ja manchmal echt genial. Die Sache ist bloß die Taschenlampe, wie du jetzt hier hast, leuchtet die ganze Zeit und nimmt keine Batterieenergie. Ja, und dann? Ja, aber wenn du diesen Strahl größer machst, dann sieht sie richtig. Ist doch logisch. Oh Gott. Noch eine. Verschwendung. Egal. Renn weiter. Verschwendung. Oh Gott. Okay, auch weiter rennen. Und sind sie hinter mir? Nee, noch nicht. Wir haben wahrscheinlich gleich wieder angezeigt, wo sie sind. Na, da sind sie ja. Hallo, Freunde. Zum Radiosender. So. Die sind auch weg. Ruh die schnell aus und. Ja, komm. Okay. Weiter geht's. Ach, da ist auch schon eine Polizei. Oh. Oh. Hey, der ist auf mich geflogen und deswegen bin ich. Oh. Oh. Ja, weil er auf mich geflogen ist, habe ich Leben verloren. Schau mal, hier ist ein Secret. Secret. Oh, da. Ach, geht nach rechts. Nee. Na, Freunde. Sag mal. Freust du dich auf irgendein Spiel dieses Jahr? Sofern es keine Enttäuschung wird, natürlich am meisten auch. Es ist so ein Spiel, sag ich mal, wo du, sag ich mal, letztes Jahr zum Beispiel Assassin's Creed, wo manche gesagt haben, boah, ich hab voll Bock drauf, das ist jetzt irgendwie. Nö, sowas Assassin's meine Creed, halt. Assassin's Creed, versagt eh nur noch, also die ganzen Teil, also Teil 4, das sieht, finde ich, schlecht aus. Na ja, gut, oder ich. Ist ja Geschmackssache, sag ich mal, bis jetzt. Aber hast du so ein Spiel, wo du jetzt sagst, zum Beispiel. Ich meine, irgendwelche, was du jetzt zum Beispiel gesehen hast, bis jetzt, wo du sagst, oh, das will ich irgendwie mal spielen jetzt oder so. Ja, also, wenn es keine, ich bin gleich tot, weil ich keine Blendgranate mehr habe. Wenn es keine Enttäuschung wird, dann freue ich mich am meisten auf, ja, ich bin tot. Darauf freue ich mich auf, ja, ich bin tot. Nein. Ich freue mich am meisten auf GTA 5, sofern es keine Enttäuschung wird. Und ich freue mich, ja gut, ob ich mich freue, weiß ich noch nicht. Ich hoffe mal, dass Beyond Two Souls gut wird. Weil Heavy Rain gehört sowieso zu meinem Lieblingsspielen. Und Fahrenheit war ich auch gut. Also, ich hoffe mal, es wird gut. Allerdings mochte ich bei Heavy Rain halt so sehr, dass es so realistisch gewirkt hat. Und Beyond Two Souls ist halt wieder so wie Fahrenheit, was Überirdisches. Deshalb, nee, ich meine, und sag mal, für Heavy Rain, was ich meine, so die, ich glaube mal, Heavy Rain war an sich, muss ich sagen, besser gemacht als Fahrenheit. Fahrenheit war halt so ein bisschen so. Ja, yeah, ich weiß, es war. Thriller-mäßig aufgebaut. Ich meine ja auch, ich finde Heavy Rain besser als Fahrenheit. Jetzt nicht von der Grafik, ich meine jetzt nicht von der Grafik her, sondern einfach, weil es so schön realistisch gewirkt hat und richtig, richtig mitfühlend war. Das war richtig, richtig gut gemacht. Ja. Also ich kann mal sagen, auf welches ich mich freue. Ich freue mich dieses Jahr auf Watchdog. Ah ja, ich weiß noch nicht, ob das wirklich gut wird. Mal gucken, also. Also ich weiß nicht, es interessiert mich auf jeden Fall. GTA 5 ist klar. Warte mal, wie ist das jetzt nur? Ich muss gerade gucken, weil ich habe die gerade die Liste, deswegen ist es mir eingefallen, weil ich nicht immer.
Wo ist es? Entschuldigung, wenn ich einen Kraftausdruck habe. Ich finde es jetzt nicht. Was ich aber die ganze Zeit immer vergessen habe, ja. Ich habe Beta-Tester für dieses neue Final Fantasy 14 halt, ja. Ja, das ist total bescheuert. Ich war da auch Beta-Tester. Nur habe ich dann, ich konnte dann nicht mitmachen, weil irgendwie er meinen Account nicht aktiviert hat. Ich hatte einen Key, aber irgendwie hat er meinen Account nicht richtig aktiviert und deshalb habe ich da nicht mitmachen lassen. Ja, du, das gab's jetzt halt mehrere, es ist glaube ich das letzte, war jetzt vor kurzem gewesen, ich glaube am vom 25. bis, keine Ahnung, war halt das letzte Mal, jetzt soll ja keiner mehr rauskommen. Ja, ich meine, das ist aber es gab davor halt noch eine Beta von, es heißt ja Final Fantasy 14 Online Realm Reborn oder so irgendwie. Ja, ja. Aber jetzt weiß ich welches Game, ich weiß noch welches Game, Metro Last Light. Das ist doch schon drauf. Ah ne, das kann man vorbestellen, stimmt. März, kommt das im März, oder was? Nee, Mai kommt es jetzt am 17. Mai kommt es jetzt raus. Am 17. März, irgendwann Mai. Auf das freue ich mich irgendwie. Ich war Metro 2033 fand ich schon geil. Okay, da ist die Tankstelle wieder. Ist die gleich. Oh! Den nenne ich fett. Ja, ein Hartmann. War das gerade ein Skelett? Das da. Okay, ich. Okay. Keine Ahnung. Ich guck mal noch kurz, ob es hier irgendwas gibt. Battlefield 4, wie das und so geht. Ja, also ich habe mich da auch irgendwie sowieso sehr stark gewundert mit den COD-Teilen. Also ich war mir sicher, dass Modern Warfare 4 rauskommt, aber. Ich hoffe, Main würde mir ein Auto leihen. Das weiß ich nicht. Ich ja, darf also, ich das noch nicht. Nee, also und irgendwie war nicht klar, ob Ghosts oder im Modern Warfare 4 rauskommt, aber jetzt ist Ghost sicher. Sie haben sogar schon einen Teaser-Trailer dazu hochgeladen. Also Ghost ist es auf jeden, wird auf jeden Fall als nächstes rauskommen. Obwohl sie eigentlich... Wie meinst du jetzt Ghost? Der neue Call of Duty-Teil heißt Call of Duty Ghost. Ach so, meinst du das? Ich weiß nicht, es gab ja mal einer... Die haben ja dafür schon einen Teaser-Trailer hochgeladen für Call of Duty Ghost. Und ja, ich mal nicht für Modern Warfare 4. Also, es hat mich sehr stark gewundert, dass sie nicht Modern Warfare 4 gemacht haben. Das hatten nämlich das eigentlich... Modern Warfare 4 3 ist aber eigentlich doch zu Ende gegangen. Aber eine, ja, ja, es ist zu Ende gegangen, aber die sagten, die meinten, dass sie trotzdem noch einen machen würden. Ich weiß es aber nicht. Lass mich überraschen, vielleicht haben sie einfach nur den Titelnamen geändert. Vielleicht wird es so eine... Nee, das wird so komplett neu. Nee, das ist komplett neu. Also das mit Ghost, das ist ein komplett neues Setting, weil okay. Das sind erst neue Spezialeinheiten nur mit Ghosts. Und das haben sie wahrscheinlich nur deshalb gemacht, weil Ghost in MW2 so gut ankam als Charakter und sie ihn jetzt irgendwie ja wieder reinbringen wollten. Ich hatte keine Ahnung, wo das Bergwerk lag. Ich sag mal an sich, aber ist noch von den Machern von Modern Warfare, ja. Ich hatte das Gefühl, Modern Warfare, ja. Das ist immer noch Activision und Infinity Ward. Naja, weil die haben doch, die wechseln doch und mal mit. Eigentlich, das habe ich auch nicht verstanden. Also Activision hatte Infinity Ward, glaube ich, gefeuert und hatte jemand anders eingestellt, jemand, der irgendwelche Skate-Spiele oder so gemacht hat. Ich weiß nicht mehr den Namen. Das habe ich irgendwann mal erfahren. Aber irgendwie ist jetzt doch wieder Infinity Ward dabei. Ich habe keine Ahnung, was sie da eigentlich machen. Die sind irgendwie ein bisschen verplant, glaube ich. Das ist keine Ahnung. Ich sag mal, Firmen haben so. Lol. Heile. Spielfirmen haben sowieso ein paar Probleme, glaube ich, jetzt zur Zeit. Ich meine, hallo, THQ ist pleite gegangen. Hey, schon mal, wer hat gerade die Tür aufgemacht? Geist. Geistbrot. Nein, nicht Geistbrot, Weißbrot. Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, Mr. Wakes. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown! Gehen Sie weg von Maine! Lassen Sie ihn! Hey, 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 immer mit der Ruhe! Stecken Sie die Waffe weg, wir sind doch alle draußen, oder? Kommen Sie runter, Nightingale, wir haben ihn! Großer Gott! Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist! Die Zwischensequenzen sind die
die Zwischensequenzen sind immer unheimlich laut. Deshalb, man hört da fast gar nichts anderes. Ja, das habe ich mir auch mal. Aber du hast ja schon leise gestellt. Ich weiß auch nicht, woran das auch liegen könnte. Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich May nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Hört man den Haar?